Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast Folge. Mein Name ist Fabian Bünker und wer diesen Podcast auf YouTube verfolgt, der sieht, dass ich einen Gast eingeladen habe, der neben mir sitzt in unserem hier wunderbaren neuen Studio, denn ich denke, wer die Videos von diesem Podcast sieht, der hat mitbekommen, dass wir nicht mehr zwei Bilder in uns hängen haben, sondern unser Logo mittlerweile an die Wand gesprayt ist, weil wir einen Raum etwas umfunktioniert haben. Und ich habe mitgebracht den Valentin. Ja, Valentin, schön, dass du dir Zeit genommen hast und da bist. Valentin ist Coach bei uns in der Fabian-Bürger Golfakademie. Er wird gleich selber nochmal was auch natürlich zu sich sagen, für alle, die ihn noch nicht kennen, obwohl es gar nicht so viele sein können, wenn ich mir seinen Instagram-Account angucke, ja, wer ihm da alles folgt. Aber Valentin, und das ist das Spannende, worüber wir jetzt reden wollen, Valentin war selber ein sehr guter Spieler, ein Bayern-Kaderspieler und wir wollen uns heute mal dem Thema annähern. Die Sommersaison ist jetzt ja so richtig losgegangen. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich so die Hauptphase der Turniere. Anfang Juni sind wir, die Sommerferien stehen vielleicht auch schon kurz bevor, wo man viele Turniere spielen kann. Und wir wollen einmal darüber sprechen, wie könnte denn jetzt im Sommer und auch mit Valentins Erfahrungen aus seinen Kaderzeiten, wie könnte denn jetzt im Sommer so ein Sommertrainingsprogramm, ein Sommertrainingsplan aussehen, der auf die Saison abgestimmt ist, auf die Turniere abgestimmt ist. Weil wir eben auch immer wieder hören nach dem Motto, Valentin, damit leite ich mal ein zu dir, so nach dem Motto, so, ja, jetzt geht die Saison los, jetzt spiele ich erstmal nur noch. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also erstmal schön, dass du da bist, ja, dir Zeit genommen hast. Und aber vielleicht startest du mal so ganz locker, wer bist du überhaupt? Ja, also erstmal muss ich dir recht geben, wir sind eigentlich direkt in der Saison drin. Mhm. Die ersten Spieltage, Ligaspieltage sind ja schon vorbei. Ja. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, kurz zu mir, ich bin der Valentin Kämpfer, bin auch Coach in der Fabian Bünker Golfakademie. Jetzt tatsächlich schon, ich glaube, eineinhalb Jahre. Schon lange. Sind ein paar graue Haare bei mir da dazugekommen. Eineinhalb Jahre, genau. Ja. Eineinhalb Jahre und ja, für die nächsten Jahre auf jeden Fall auch hier. Auf jeden Fall. Freue ich mich schon. Und ja, ich habe im Golfclub Starnberg meine Ausbildung zum PGA Professional gemacht und ja, bin jetzt hier bei Fabian und freue mich auf jeden Fall, unsere Coaching-Teilnehmer weiter zu betreuen. Auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf. Die freuen sich auch, das weiß ich. Also aus dem schönen Starnberg in schöne Bremen. Ja? Ist auch schön, auf jeden Fall. Ist auch schön, ja. Lass uns mal reinstarten. Als Kaderspieler hast du ja tatsächlich auch, wie wir es ja bei uns auch in der Akademie machen, Saisonvorbereitung, Wintertraining, dann kam die Turniersaison, die ist vorbereitet worden, geplant worden. Wie ist das gewesen, so in diesem Übergang in die Sommersaison rein, vielleicht auch in Sommertrainingsprogramm, in den Sommertrainingsplan? Habt ihr dann aufgehört, mit einem Coach zu arbeiten oder hat sich die Arbeit da eventuell sogar nochmal intensiviert? Also wie ist das so aus Kadersicht, ist ja noch gar nicht so lange her bei dir, ja, gewesen? Ja, ein paar Jahre sind es jetzt auch schon, aber so lange ist es nicht mehr her. Ja, nee, also wir waren natürlich dauerhaft mit unserem Trainer in Kontakt, so sei es im Winter, wenn es geschneit hat. In Bayern ist ja noch mal ein bisschen schlimmer als hier im Norden. Stimmt, ja. Und, dafür. Und im Sommer natürlich noch intensiver. Also ganz klar, im Winter war natürlich mehr der Fokus auf die Golftechnik, sage ich jetzt mal. Wir waren da in Germering in so einer alten Tennishalle und da waren ein paar Netze. Und das war noch vor Trackman, oder? Ja, so ein bisschen. Also wir hatten schon Trackman, aber da so richtig diese Golfsimulatoren gab es auch nicht. Okay, so oder die waren noch nicht so gut. Ja. Und da war natürlich erstmal viel Fitness, also bestimmt immer eine Stunde Fitness gemacht erstmal, um reinzukommen und dann auch Hausaufgaben bekommen für zu Hause. Und dann natürlich Golftechnik und natürlich am Schwung gearbeitet. Und das verläuft sich dann natürlich so ein bisschen. So näher die Saison dann kommt, wird natürlich dieser Technikanteil weniger. Fitness wird auch weniger. Und dann geht es natürlich an andere Themen. Ja. Da wollen wir drüber reden. Was ist denn, was willst du sagen, was wäre denn jetzt so, oder aus deiner Sicht jetzt auch mit deinem Wissen sozusagen, wie würde so ein ideales Sommertrainingsprogramm aussehen, wenn man jetzt sagt, hey, jetzt geht die Saison los, jetzt spiele ich. Also was würdest du sagen? Ja, also auf jeden Fall ganz klar den Golftechnik-Teil erstmal runterschrauben. Also ich meine, wir haben ja intensiv oder bestmöglich intensiv im Winter gearbeitet und müssen dann so gesehen mit dem natürlich spielen, was wir geschafft haben. Mhm. Und natürlich andere Bereiche, wie zum Beispiel Course Management, natürlich nach oben schrauben. Mhm. Ja, Rundenanalysen, viel Spielen, platznahes Training ist natürlich viel wichtiger in der Saison, als jetzt den 3-Meter Fade auf dem 3-Meter Draw umzustellen. Ja, und das ist ja ganz spannend, weil du sagst, so ein Techniktraining so auslaufen lassen.
Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr dann gar nicht mehr, ihr habt ja wahrscheinlich weiter Kadertraining gehabt irgendwie oder euren Coach gesehen, habt ihr dann gar nicht mehr am Schwung gearbeitet? Oder wie hat das ausgesehen? Nee, also gar nicht, natürlich nicht. Also ich sag mal, wie gesagt, es war vielleicht zweimal die Woche im Winter Techniktraining. Dann war es vielleicht alle drei Trainingseinheiten mal kurz drüber schauen. Aber da wurde natürlich nichts Großes verändert, also keine Sprungumstellung oder sonst was, sondern vielleicht ist der Griff ein bisschen wieder zurückgerutscht oder die Ausrichtung war komplett falsch. Mhm. Das waren dann halt so Kleinigkeiten, wo man dann natürlich rangegangen ist, die aber jetzt nichts Weltbewegendes für den Spieler sind. Mhm. Okay, das heißt, wurden so ein paar Stellschrauben wieder festgezurrt oder gelockert, je nachdem, was man brauchte. Aber das heißt, das verstehe ich richtig jetzt so, ohne jetzt, dass das wahnsinnig große Einflüsse zum Beispiel auf den Ballflug hatten. Also der sollte jetzt nicht mehr verändert werden, dass man sagt, jetzt du lebst jetzt mit deinem Fade oder du lebst mit deinem Draw oder du haust jetzt vielleicht ein bisschen hoch oder ein bisschen flach. Das nehmen wir jetzt und müssen damit irgendwo leben und das letztendlich, wir kommen gleich auf das Thema Kursmanagement, das da irgendwie mit einbauen. Ja. Ja, okay. Ja. Vielleicht bevor wir da reingehen, auch das Thema Kursmanagement und du hast Rundenanalysen auch schon angesprochen. Thema Equipment, jetzt, ja, wenn ich jetzt rausgucke, selbst hier in Bremen, ja, scheint die Sonne, was sonst nur den Bayern vergönnt ist, in Anführungsstrichen. Was würdest du da empfehlen, wenn ich jetzt einer fragt und sagt so, boah, okay, jetzt brauche ich jetzt irgendwie neue Schläger oder wie auch immer. Klar, idealerweise passiert das auch vor der Saison, weil das ein Teil davon ist, was wir auch bei uns jetzt im Wintertraining mit eingebunden haben. Wie würdest du das jetzt beantworten? Was würdest du da für einen Tipp geben? Also, wenn die Schläger, sage ich jetzt mal, passen, ja, der richtige Schaft drin ist, ja, vielleicht die Griffe noch im guten Zustand sind, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, brauchst du neue Schläger. Mhm. Aber wenn du natürlich mit dem Ladies-Schaft spielst, dann als Mann, sage ich jetzt mal als Herr, dann sollte man da vielleicht schon die Schläger nochmal aktualisieren oder nochmal drüber nachschauen. Aber wie gesagt, das sollte natürlich alles in der Vorbereitung der Saison schon stattfinden. Deswegen würde ich da eher, sage ich jetzt mal, auf andere Themen reingehen, zum Beispiel vielleicht über ein Ballfitting noch mal ein paar mehr Meter beim Drive rausholen, besseres Gefühl im kurzen Spiel zu bekommen. Aber Equipment an sich würde ich jetzt nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist, erneuern, mitten in der Saison, sondern das dann eher, sag ich mal, auf Ende der Saison. Spannend. Ja. Thema Ballfitting nochmal, also einfach zu gucken, okay, was ist jetzt mit den, ich sag mal, auch ja idealen Flugbedingungen oder Spielbedingungen, so der Ball, der mir hilft, auch meine Stärken wieder rauszuholen oder meine Schwächen zu vermeiden, je nachdem, wie man sehen will. Ja, okay, ja, spannend, ja. Wir hatten jetzt da auch einen Coaching-Tag in Hamburg zum Thema Ballfitting. Da habe ich auch von zwei, drei Leuten auf jeden Fall gehört, dass die übers Ballfitting auf jeden Fall ein paar Meter im Drive mehr ohne was getan zu haben, sozusagen. Ja, Technik, ja, absolut. Absolut. Oder einfach Klarheit haben, was für einen Balltyp man spielen soll. Ja. Thema Golftechnik haben wir gerade schon angesprochen. So ein bisschen dieses Thema, ich sag mal, leicht justieren, da jetzt aber nicht mehr zu tief rein starten. Wie sollte so dieses Thema Golftraining aussehen? Oder wie hat es bei euch ausgesehen? Weil ich sag mal, in den Kadern wird ja schon oder wurde immer schon sehr modern, sage ich mal, trainiert. Also wie hat das da ausgesehen? Was habt ihr gemacht? Ja, also grundsätzlich, sage ich mal, wir waren natürlich auch bessere Spieler, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich auch den Fokus ein bisschen mehr aufs kurze Spiel gesetzt. Das heißt, wir haben recht viel rund ums Grün gearbeitet, sage ich jetzt mal, nicht von einer Stelle 30 Bälle gespielt, sondern rund ums Grün uns bewegt. Also ein Ball und verschiedene Situationen. Zum Beispiel. Und natürlich viel gegeneinander auch gezockt, dass so ein bisschen natürlich auch Wettkampfdruck da ist. Ja, der Letzte musste die Schläger putzen oder sowas. Oder Kuchen mitbringen. Beliebt, ja. Genau. Und dann natürlich viele Runden gespielt, ja, um Daten zu bekommen von den Runden, zu sehen, wo sind deine Stärken und Schwächen. Und dann darüber natürlich dann nicht über Techniktraining, aber über andere Übungen, diese Bereiche natürlich dann unterbewusst weiter zu verbessern. Und das auch wahrscheinlich ja dann in eure Kursmanagement oder Strategieplanung einfließen zu lassen, zu wissen, okay, das sind jetzt meine Stärken und Schwächen. Okay, jetzt spielen wir, keine Ahnung, Starnberg, Münchner Golfclub. Ihr habt ja viele gute und auch schwere Plätze bei euch in der Umgebung, um das einfließen zu lassen. Ja, klar. Lass uns mal kurz ins Kurzspiel zurückkommen. Das hast du gerade so ein bisschen so nebenbei gesagt. Wir waren gute Spieler, ja klar, Kaderspieler, tiefe Handicaps. Wir haben viel im kurzen Spiel gemacht. Wie würdest du da jetzt jetzt mal ganz grob erstmal so Schwerpunkte sehen? Kurzes Spiel versus langes Spiel, vielleicht so ein bisschen mal auf, ja, ich sag mal, höheres Handicap, niedriges Handicap. Was ist da so eine sinnvolle Verteilung jetzt im Sommer, wenn es wirklich an die Turniere, an die Spielzeit rangeht?
Also allgemein würde ich jetzt erstmal sagen, die Scoring-Schläger sind natürlich für alle sehr, sehr wichtig. Mhm. Also Driver, Wedges und Putter, mhm. Weil die einfach am häufigsten natürlich auf der Runde gespielt werden. Mhm. Aber ganz klar würde ich sagen, für niedrigere Handicapper ist es natürlich schon das kurze Spiel deutlich intensiver und wichtiger, dass die rund ums Grün natürlich Up and Down spielen, mhm. hübsche Chancen haben für Birdies etc. Und sage ich jetzt mal, umso höher das Handicap geht, umso mehr werden dann natürlich auch die längeren Schläger dann wieder wichtiger. Also vor allem der Driver dann auch. Ja, die Spieleröffnung trainieren. Spieleröffnung trainieren, erstmal ja. gut, gute Position holen, Länge generieren, mhm. dass dann natürlich der Weg zum Loch kürzer ist. Und möglichst einfach. Ja. und möglichst frei. Ja. ja. Okay, das spielt ja schon so ein bisschen ins Thema Course Management rein. Thema Course Management und Course Management sozusagen so Planung. Wie, mach mal ein Beispiel, wie hat die konkret ausgesehen? Wie sieht sie in deiner täglichen Arbeit mit unseren Coaching-Teilnehmern aus? Jetzt vor allem haben wir schon Volllast-Saisonjahr, jetzt kommen die ganzen Highlights demnächst sogar schon wieder an den Start. Wie sieht das aus? Also grundsätzlich, ich sag mal so, das war eigentlich, bevor ich es noch nicht gecheckt habe, was Course Management überhaupt ist, dachte mhm. ich mir, okay, will mich mein Trainer jetzt irgendwie veräppeln? Ja, jetzt sitze okay. ich hier seit 1,5 Stunden und mache irgendeinen Plan und tu so, als würde ich jetzt irgendwas, eine Strategie planen. Mhm. Ja, mit 13, 14 mhm. sitzt du dann da und fährst dann wieder nach Hause. Aber wenn man dann jetzt im Nachhinein und natürlich auch schon vor mehreren Jahren mhm. dann erstmal checkt, okay, das macht es mir so einfach auf dem Golfplatz, dann ist diese Stunde, sage ich jetzt mal, die beste Zeit zu investieren, die es nur gibt. Ich würde sagen, grundsätzlich damals gab es natürlich auch noch nicht die besten Software und die so. Also, heute, obwohl ich noch nicht so alt bin, gab es da jetzt auch noch nicht alle Möglichkeiten. Ganz einfach, Birdiebook geholt und erstmal rein überlegt, okay, in welchen Spielsituationen bin ich am besten, mhm. Welches Wedge habe ich am besten oder mag ich am liebsten ins mhm. Grün und dann natürlich rückwärts ein bisschen die Löcher geplant. Mhm. Ja, was macht Sinn, wo ist ein Hindernis, ja, muss es hier der Driver sein oder reicht vielleicht das Eisen? Mhm. Da hatte ich auch mal eine ziemlich spannende ein spannendes Gespräch mit meinem Trainer, weil ich am Par 5 Driver, Pitching Wedge gespielt habe und genau in der Driving Zone rechts ein Wasser war und links ein Bunker. Und dann sagt Christian Vokulescu, mein alter Trainer, zu mir, ja, was machst du hier eigentlich? Spiel doch einfach ein Eisen 7 und dann hast du auch dein Pitching. Ja, ja, also da kann man ganz viel Risiko-Nutzen-Verhältnis natürlich ja, viel besser, sag ich jetzt mal, dann einplanen. Der Mokko, mein alter Zimmerkollege aus Nationalmannschaftszeiten, hat er recht gehabt. Auf jeden Fall. Ja, wobei bei viel, das weiß ich früher auch so, war der Dreimal manchmal sicherer als Eisen 7 vom Tee, ja, aber das ist nur am Rande. Jetzt hast du gerade gesagt, so eine Stunde hat das gedauert. Jetzt sind wir gerade ja im Jahr 2024 und wie du sagst, es wird ja voll viel leichter, weil das, was du ja manuell machen musstest, okay, wie weit schlagen jetzt meine Drives? Es gab jetzt noch nicht die Launch-Monitore, vielleicht gab es schon einen Trackman oder sowas, ja, weil die sind nicht flächendeckend eingesetzt worden, man wusste das mit so Pi mal Daumen. Was sind meine besten Schläge, wo sind meine Schwächen? Das musste man ja alles irgendwie sich aufschreiben oder manuell erarbeiten und auch ehrlich zu sich sein. Ja, das ist ja das Schwierigste gewesen. So, und das dauert ja heute, wie lange dauert das, so eine Strategie mit Bressy zu erstellen, was wir nutzen? 15, 20 Minuten. Ja, wenn überhaupt, oder? Also das ist schon irgendwie, dann hat man schon dreimal durchgehirnt, glaube ich. Also, weil das System mittlerweile ja schon vorgibt, okay, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen und so. Kannst du alles perfekt rauslesen und dann... Genau, so, das befeedbacken wir für unsere Teilnehmer und dann wissen die, ah, okay, gut. Eisen 7, Pitching mit Spitzing mit, ja. jetzt weiß der Wein jetzt auch, ja, okay. Du hast vorhin auch gesagt, Thema mentale Stärke. Also jetzt haben wir Cost Management. Ich finde, Cost Management ist auch immer so ein bisschen mentale Stärke. Mhm. Wenn jetzt jemand noch überhaupt nichts an mentaler Stärke, klar, alle reden darüber, wir brauchen, haben so Routine, jeder hat ja irgendwo auch eine Routine. Mhm. Aber wenn jetzt jemand nicht gezielt an diesen Dingen im Winter, in der Saisonvorbereitung gearbeitet hat und ich sag mal, jetzt so in so ein Sommertrainingsprogramm reinstarten will. Was sollte der tun im mentalen Bereich? Welche Dinge sind jetzt wichtig, um diesen Druck, den man manchmal hat, oder den Stress, den man hat, um den letztendlich irgendwie handeln zu können? Ja, absolut. Routine und Rhythmus, würde ich sagen. Kann man natürlich auch wunderbar auf Privatrunden trainieren. Also da hat man auch wieder dieses platznahe Training. Mhm. Das heißt, ganz klar, Routine ausarbeiten.
gegebenenfalls überprüfen lassen, ja, vom Trainer oder von uns natürlich. Ja. Und dann zielgerichtet anwenden auf der Runde und auch wenn man sich erstmal noch nicht damit wohlfühlt, durchziehen, weil das ist genau die Sicherheit, wenn die einmal sitzt, die du brauchst, um dann in Turnieren, sage ich mal, den Druck dann standzuhalten. Okay, das heißt, im Grunde keep it simple. Erstmal für eine günstige Routine sorgen. Wir nutzen ja so ein bisschen das Boxensystem dafür, das kennen bestimmt der ein oder andere. Heute, während wir es aufnehmen, heute ist ein Interview mit Justin Walsh rausgegangen zum Thema, kann man da nochmal reinhorchen. Dann hast du Rhythmus gesagt. Rhythmus würde ich jetzt, oder die meisten wahrscheinlich, so mit dem Thema Technik, Golfschwung verbinden. Wie assoziierst du das oder wir das hier bei uns mit Mental? Ich würde es eher zur mentalen Stärke packen, weil ganz klar, sage ich jetzt mal, da natürlich du mit einem guten Rhythmus ein gutes Vertrauen in deinen Golfschwung hast und dann natürlich ganz anders an den Ball gehst. Also wenn du einen guten Rhythmus hast, einen guten Flow hast, dann weißt du eigentlich schon im Probesprung in der Routine, okay, ich feuere das Ding jetzt an die Fahne und ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Also über den Rhythmus würde ich sagen, das macht richtig viel aus, wie du den Ball triffst. Ja, also Thema Vertrauen einfach, ne? In seinen Schwung, in sein Spiel. In sich selbst. Ja. Und dieses, ich finde es immer spannend, dieses Thema umsetzen, zumindest uns Männer und Single-Tasker, quasi blockiert ist ja kognitiv. Also wir können ja nichts anderes mehr denken als 1, 2, 3 oder 1, 2 oder was auch immer gezählt wird oder sich vorgesagt wird, ja, in dem Bereich. Und es ist auch so wie so ein bisschen eine Ablenkung, ja, ganz klar. Also vor allem, sag ich mal, man kennt es ja, rechts ein Wasserhindernis oder ein Inselgrün. Ja, wenn du dich auf den Rhythmus fokussierst, dann ist das Wasserhindernis auf jeden Fall schon mal ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall. Oder noch da, aber ich konzentriere mich immer auf einmal auf den Rhythmus, ja, auf diese eine Sache. Ihr habt viel Fitness gemacht im Winter, das weiß ich auch noch, in der Nationalmannschaft, auch im NRW-Kader. Wir haben Fitness bis zum Umfallen irgendwie gemacht. Wie würdest du das jetzt in so einem Sommertraining, in einer Saison, wo, ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt, also wer Mannschaft spielt, kann ja mittlerweile mit AK30, DGL, jede Woche irgendwie Turnier spielen, auch ein wichtiges Turnier, dann kommen noch Herrennachmittage, Damennachmittage dazu, ich weiß nicht, Afterworld, was weiß ich was, also man könnte ja wahrscheinlich, wenn man will, 50 Turnierrunden spielen jetzt, von jetzt an bis irgendwie zu Clubmeisterschaften. Ja, da bleibt relativ wenig Zeit, um irgendwie ein gezieltes Fitnesstraining zu machen. Wie sieht das aus? Was ist so deine Idee oder Empfehlung in dem Bereich? Also ich habe ja schon gesagt, grundsätzlich sehe ich ja auch den Fitnessteil eher über den Winter. Also da sollte auf jeden Fall, sollten die Grundbausteine gesetzt werden und natürlich hart daran gearbeitet werden. Und dann geht es natürlich so ein bisschen in die Saison, sage ich mal, um den Energieerhalt. Ja, also dass man dieses Level, was man aufgebaut hat über den Winter, dass man das natürlich dann weiter beibehält dann natürlich bis in den nächsten Winter überträgt und dann gezielt wieder weiter. Von da aus zumindest, dass man nicht ganz so krass abfällt, ne? Das ein bisschen hält, wenn man, wir arbeiten viel mit Speedsticks, dass man diesen Speed hält und er nicht mehr irgendwann nach 3 Monaten merkt, oh, ist mir wieder da, wo ich war. Ja? Das wäre okay. Also da auch da ganz klar auf Erhalt gehen. Ich würde jetzt sogar sagen, okay, wenn man mal wirklich so eine Phase hat, wo man vielleicht 3-4 Wochen keine Turniere hat, könnte man sicherlich noch mal vielleicht einen kleinen Peak setzen. Ich würde aber auch genau wie du sagen, okay, lieber auf Erhalt gehen, eher ein bisschen auf Regeneration. Ich finde auf ein gutes Warm-up immer achten vorm Training, vorm Turnier, dass man sich da jetzt nicht irgendwie was zerrt oder sowas und damit irgendwie dann 1-2 Wochen ausfällt, sondern dass man da eben auch wenn es warm ist, gut aufgewärmt ist in dem Sinne und letztendlich darüber auch so eine gewisse Stabilität in dem Bereich einfach herstellen kann. Ja, absolut. Ja. Wenn du jetzt, das haben wir schon verschiedene Säulen angesprochen. Ich glaube, alle, die im Podcast zuschauen oder zuhören, kennen unser 5-Säulen-Konzept. Jetzt haben wir die alle mal benannt, irgendwie, was da so passieren soll. Wie würdest du das sagen? Braucht man dafür jetzt in dieser Turniersaison, braucht man dafür einen Trainingsplan? Oder wie sieht das Training aus? Werden die jetzt en bloc trainiert? Also jetzt wird eine Woche Kursmanagement gemacht und dann wird eine Woche, sage ich mal, was so ganz leicht in der Golftechnik und dann wird eine Woche mental oder... Wie sieht das aus? Wie sah es bei euch aus? Ja, also ein Block macht ja natürlich wenig Sinn, weil dann hast du natürlich auch wieder Pausen zwischen den verschiedenen Säulen. Dann hast du über die Saison das 4-mal gemacht und es ist ja nicht stetig. Also du wirst immer, sage ich, wahrscheinlich sogar abfallen. Deswegen brauchst du auf jeden Fall einen Trainingsplan, der, sage ich jetzt mal, dann alle Säulen schon beinhaltet. Natürlich
wird eine Säule vielleicht mal etwas weniger ausgeprägt sein. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt nächste Woche oder die nächsten 2 Wochen nur Turniere im Golfclub Starnberg, meinem Heimatplatz, dann wird natürlich das Course Management vielleicht ein bisschen reduziert. Ja, wenn ich dann weiß, okay, in 4 Wochen habe ich wieder im Münchner Golfclub ein Turnier, wo ich jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr gespielt habe, dann wird da natürlich das Course Management wieder ein bisschen verstärkt. Oder sage ich jetzt mal, mentale Stärke wird dann natürlich über die Runden, die ich gespielt habe, vielleicht dann ein bisschen mehr aufgebaut, wenn es vielleicht nicht so gut lief oder auch wenn es richtig gut lief, ja, muss man ja die Emotionskontrolle nach oben runter. darf auch da bleiben, ja. Deswegen wird es auf jeden Fall schon grundsätzlich natürlich schon gleich behandelt, die verschiedenen Säulen. Okay, also und eben auch darum wichtig, definitiv in den Trainingsplan muss es eingegossen sein, um auf die, du hast es gerade ein bisschen benannt, mit, hey, ich spiele auf meinem Heimatplatz jetzt ein Turnier. Okay, da kenne ich wahrscheinlich jeden Grashalm irgendwo, ja. Und wenn ich, und das ist das, was ich auch immer empfehle, selbst wenn ich in derselben Liga auf dem Platz spiele, den ich im letzten Jahr schon mal gespielt habe, trotzdem eine Proberunde vorher spielen, trotzdem nochmal gucken, welche Schlaglängen brauche ich, welche Schläge brauche ich wo. Also, dass man einfach darauf natürlich dann auch reagieren kann, ja. Wie sah das bei euch aus im Kader mit der dann Zusammenarbeit, jetzt hast du von dem Christian gesprochen, das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, ja sogar noch dein Heimattrainer, ein Trainer und dein Kadertrainer gewesen, oder? Also genau, das war quasi in einer Person, was ja sehr günstig ist. Unabhängig davon jetzt, wie würdest du sagen, wie sollte jetzt für die Zuschauer und Zuhören, unsere Zuschauerinnen, wie sollten die mit einem Trainer zusammenarbeiten, wenn sie so einen Plan haben, sich selber machen oder bekommen? Also was ist deine Empfehlung? Also erstmal natürlich immer mit dem Trainer in Kontakt sein. Ich würde sagen, da spreche ich für jeden Coach, egal in welcher Sportart, ist es natürlich immer schön zu hören, wenn man immer auf dem Laufenden gehalten wird, sei es eine negative Nachricht oder eine gute Nachricht, weil wir können alle da oder alle Coaches können erstmal daraus lernen und können euch natürlich noch viel besser betreuen, wenn wir wissen, was bei euch was Sache ist. Und da reicht dir eine WhatsApp oder die Rundenanalyse, hey, hat das gespielt oder genau. Und deswegen auf jeden Fall, weil natürlich im Sommer viel mehr Runden gespielt werden, würde ich die Rundenergebnisse auf jeden Fall weiterleiten. Gegebenenfalls, wer natürlich irgendeine Rundenanalyse-App hat, natürlich dann auch die ganzen Reports, umso mehr, umso besser so gesehen. Und einfach ständig im Feedback sein und natürlich auch regelmäßig im Kontakt sein. Absolut. Das ist jetzt so ein bisschen quasi der Schüler, und ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich gebe übrigens den Trainer, die ich habe, Fitnesstrainer, den gebe ich auch Feedback, weil ich einfach selber weiß, dass es irgendwie cool ist, zwischendurch auch mal was zu hören. Hey, hat gut geklappt, hat nicht so gut geklappt, oder ich brauche nochmal das oder das oder das. Wie würdest du das jetzt so von Trainerseite einschätzen? Also was ist da wichtig für die Zusammenarbeit mit dem Schüler? Also bringt ja nichts nur, wenn der jetzt die Rundenanalysen zugeschickt kriegt. Also da muss ja irgendwas auch mit passieren. Wie würdest du das einschätzen? Ja, auf jeden Fall richtig auswerten und dann natürlich Anpassungen im richtigen Training dann natürlich durchführen und natürlich dann auf die jeweiligen Punkte eingehen, um dann das bestmögliche Training für, sag ich mal, das nächste Turnier, die nächste Runde natürlich dann bereitzustellen. Spannend, ja. So, jetzt ganz zufällig, ja, planen wir gerade aus dem Sommertrainingsprogramm, weil wir einfach von ganz vielen Podcast-Hörern, Hörerinnen, Zuschauerinnen auch wieder das Feedback bekommen haben, hey, jetzt ist genau die Fragen, die wir beantwortet haben, jetzt ist die Turniersaison, die Sommersaison, was soll ich jetzt überhaupt tun? Ja, kannst du uns mal schon mal so in die ersten Grobplanungen mit reinnehmen? Also wie sieht der konkret aus? Wie lange dauert dieser Trainingsplan? Was so ein paar Ideen einfach, die wir gerade quasi erarbeiten und final umsetzen? Genau, wir sind ja gerade am neuen Trainingsplan dran. Der wird natürlich über 3 Monate gehen, also schon über 12 Wochen, dass man natürlich dann auch alles, sage ich jetzt mal, abdeckt und auch jetzt die restliche Saison abdeckt, genau, weil dann danach geht es natürlich dann wieder in eher, sage ich jetzt mal, wieder das Wintertraining. Das heißt, wir haben damit natürlich jetzt wunderbar die restliche Saison abgedeckt. Und ja, da wird natürlich dann, sind alle Säulen, sage ich jetzt mal, mit drin, die wir dann intensiv angehen, sind natürlich auch, sage ich jetzt mal, dann Highlights drinnen, weil die Clubmeisterschaften natürlich auch mit rein gehören, in den Zeitraum, wo wir dann natürlich dann verschiedene Anpassungen treffen werden. Wie sieht der Start aus in den Sommertrainingsplan?
Also gibt es erstmal eine Analyse, die gemacht wird, oder fangen wir einfach an mit irgendwas? Oder also einfach mal für den, der sagt so, hey, das hört sich irgendwie cool an, aber ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie soll ich denn da reinstarten? Die sind doch in Bremen und ich bin in Starnberg. Ja. Ja? Nee, also ganz am Anfang ist natürlich eine Analyse jetzt erstmal ganz, ganz wichtig. Erstmal natürlich auch eine Selbsteinschätzung vom Spieler. Also damit wir erstmal, sage ich jetzt mal, einen groben Überblick haben, okay, was ist denn überhaupt dein Ziel jetzt für die restlichen 3-4 Monate? Ja, was möchtest du erreichen? Wie ist dein aktueller Stand? Und da sind natürlich dann auch natürlich erstmal auch die ersten Schwungvideos wichtig, dass wir da einfach mal einen ganz allgemeinen Überblick haben, die ersten Rundenanalysen drin sind. Also ich sage da, ich schaue mir immer ganz gerne, sage ich jetzt mal, 3-4 Runden sollten es schon sein, um ja, dann eine gute Auswertung machen zu können. Ja, und von dort aus werden dann natürlich die nächsten weiteren Wochen dann besprochen. Genau, also die konkreten Inhalte in den einzelnen Säulen und dann natürlich individuell angepasst. Ja, das ist das Entscheidende, dass wir natürlich Dinge, du hast vorhin angesprochen, Routine, basisloses Golfen, Rhythmus, diese Dinge, die werden fix in den Trainingsplan integriert und dann gibt es eben, wie du sagst, anhand der Analyse und der Rundenanalysen, also der eigenen Analyse des Spielers und der Rundenanalysen dann unseres Bildes, was wir uns aufgebaut haben, die individuellen Schwerpunkte, die wir dann in der Saison angehen. Aber ich finde das Allerwichtigste, wie du hast vorhin so nebenbei auch wieder gesagt, so dieses, ja, was ist denn überhaupt dein Ziel jetzt für die nächsten 3 Monate? Ja, das ist ja entscheidend. Ja, also will ich Clubmeister werden oder will ich Spaß haben oder so? Und das ist das, was wir dann abholen, ja. Ja, klasse. Vielen Dank, Valentin, erstmal für deine Vorstellung, nochmal die Einblicke, wie so das im Kader abgelaufen ist. Ich kann das ja bestätigen. Es ist bei uns im Kader damit mit Günter Kessler oder auch in der Nationalmannschaft sehr ähnlich abgelaufen. Jetzt bist du ein bisschen jünger als ich. Das heißt, du hast sicherlich nochmal auch da Fortschritte miterlebt. Bestimmt. Und die Bayern sind ja sowieso immer sehr innovativ gewesen und sehr, fand ich immer sehr, auch die Kaderspieler und auch die Kadertrainer immer sehr strukturiert, sehr gut trainiert, fand ich immer, ja. Das fand ich immer sehr cool, ja. Ja, und wenn du Interesse hast an dem Sommertrainingsprogramm von uns, von dem jungen Mann, von mir oder auch von dem Jörg, der jetzt nicht dabei ist, der hat heute nämlich frei, der Glückliche, mitbetreut zu werden und ja, einfach konstanter zu spielen nochmal in der Saison, nochmal was rauszuholen aus der Saison oder eben einfach eine wunderbare Anleitung für die Sommersaison für dein Training zu haben, dann trag dich bitte einfach ein auf /Sommertraining und sobald wir den Kurs fertig haben, das wird in ein paar Tagen sein, werden wir dich dann informieren, sobald es losgeht und du dich bewerben kannst, damit wir dann gemeinsam mit dir in die Sommersaison oder in der Sommersaison weiter durchstarten können oder teilweise vielleicht auch reinstarten können. Also www.fabianbünker.de/Sommertraining und dann freuen wir uns auf deine Eintragung und dann melden wir uns, sobald wir da fertig sind. In dem Sinne würde ich sagen, lieber Valentin, vielen Dank an dich. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt du hast eine Menge mitgenommen, wie so ein Sommertraining aussehen sollte, wie du es für dich strukturieren kannst und was du im Grunde jetzt gezielt brauchst. Und dann freuen wir uns, wenn wir von dir hören, beziehungsweise uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Hier waren der Valentin und der Fabian. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.